Lely hat im letzten Jahr mit den Rotor-Ladewagen der Baureihe Tiggo MR seiner Mittelklasse neuen Schwung verliehen. Die Schweizer Landtechnik konnte bei einem Testeinsatz das Modell 50D Profi begleiten, das mit hydraulisch schwenkbarer Stirnwand und zwei Dosierwalzen ausgestattet ist und ein Fassungsvermögen von total 50 Kubikmetern bei mittlerer Pressung aufweist. Die Ladewagen dieser Baureihe basieren auf den großen Modellen Tiggo PR und Tiggo XR, mit denen Lely im Profisegment bereits seit einiger Zeit gut aufgestellt ist. Von diesen Serien hat man beispielsweise die multifunktionale und um 80 Grad schwenkbare Stirnwand übernommen. Diese Konstruktion bietet nicht nur 6 Kubikmeter zusätzliche Ladekapazität, sie kann das Erntegut auch zusätzlich verdichten und dient als Hilfe beim Entladen, indem das Futter nach hinten gedrückt und der Kratzboden beim Anlaufen weniger belastet wird. Das 1,80 Meter breite Pickup mit Rollenniederhalter besteht aus 5 ungesteuerten Zinkenreihen. Der Zinkenabstand beträgt 54 mm. Zwei nachlaufgelenkte und höhenverstellbare Räder unterstützen das Aggregat bei der Kurvenfahrt. Optional gibt es eine unterhalb des Pickups positionierte Stützrolle, die bei der Testmaschine aber nicht vorhanden war. Der Rotor mit den spiralförmig angeordneten Zinkenreihen wird direkt über schwere Zahnräder angetrieben. Das Schneidwerk umfasst 31 Messer, die in zwei Gruppen geschaltet werden können. Die minimale Schnittlänge beträgt so 45 mm. Das Schneidwerk lässt sich hydraulisch absenken. Für die Wartung wird es links und rechts entriegelt, dann zur Seite geschwenkt. So können die mit Knickfedern gegen Fremdkörper abgesicherten Messer bequem entnommen werden. Die integrierte Ladeautomatik sorgt für eine gleichmäßige Befüllung des Wagens. Dabei misst ein Sensor an der Wand den Druck und steuert den Kratzboden so, dass dieser in Intervallen das Futter nach hinten fördert, bis ein zweiter Sensor im Heck Wagen voll meldet und ein akustisches Signal abgibt. Die Stirnwand bewegt sich dann in zwei Schritten nach vorne, bis der Wagen ganz gefüllt ist. Der Tiggo MR Profi verfügt standardmäßig über eine Isobus-Steuerung, wahlweise via Terminal des Traktors oder über das Lely eigene Bediengerät. Das verbundgefederte Tandemfahrwerk ist mit einer Zweileiter-Druckluftbremse und einer automatisch lastabhängigen Bremsanlage ausgestattet. Optional gibt es auch eine hydraulische Bremse. Die auf Wunsch verfügbare Nachlauf-Lenkachse kann über die Isobus-Steuerung und die Load-Sensing-Hydraulik abhängig von der Fahrgeschwindigkeit gesperrt werden. Das Leergewicht des Testwagens betrug 6.320 kg, das zulässige Höchstgewicht 18 Tonnen. Die Ladewagen dieser Baureihe können mit 2 oder 3 Dosierwalzen bestückt werden, die über eine zweiseitige Weitwinkel-Gelenkwelle angetrieben werden, um damit das Futter auf dem Fahrsilo gleichmäßig auszubringen. Optional gibt es ein hydraulisch angetriebenes Querförderband mit links- oder rechtsseitigem Auswurf. Der Lely Tiggo MR 50D Profi ist ein professioneller Ladewagen, der seine Stärken in der Grassilage dank der Schnittqualität ausspielen kann. Wegen der schwenkbaren Stirnwand und dem damit verbundenen Mehrvolumen baut der Wagen kürzer als vergleichbare Produkte mit gleicher Ladekapazität.